An der Stelle verlassen wir die Pressekonferenz von Janine Wissler, die Parteipressekonferenz der Linken. Es ist Montag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie uns bei Phoenix vor Ort gefunden haben. Die Parteipressekonferenzen sind länger als gewohnt, denn es stehen sehr, sehr viele Themen auf dem Programm. Natürlich die Einigung in der Kindergrundsicherung, Causa Aiwanger, all das, was vom Wochenende rübergespült ist. Und deswegen werden wir das einordnen, wie Sie es kennen von Phoenix, geben jetzt aber vorab noch mal direkt weiter nach Berlin zur Parteipressekonferenz der CDU mit dem Generalsekretär Carsten Linnemann. Mit dem Thema Wirtschaft und zum anderen mit dem Thema Cannabis. Dazu haben wir auch einen Beschluss zur Ablehnung der Legalisierung gefasst. Dazu wird gleich meine Kollegin Silvia Breher als stellvertretende Parteivorsitzende, die das Thema Familie und Jugendschutz vertritt, etwas sagen. Zum Thema Wirtschaft. Aufgehorcht sind wir heute durch einen Satz des Bundeskanzlers, der unserer Meinung nach den Ernst der Lage nicht erkannt hat. Er hat ein Interview am Wochenende der Mediengruppe Bayern gegeben. Dort war die Frage, Herr Bundeskanzler, gehen wir härteren Zeiten entgegen? Er hat gesagt, nein, wir haben Rekordbeschäftigung, anders als zur Jahrtausendwende, als wir mit der Massenarbeitslosigkeit zu kämpfen hatten, haben wir es jetzt mit einem Mangel an Fachkräften zu tun. Zitat Ende. Dieser Befund stimmt. Aber er ist natürlich in der Schlussfolgerung hochgradig gefährlich, weil er dadurch die falschen Rückschlüsse zieht und den Ernst der Lage nicht erkennt. Er macht dadurch nicht deutlich, welche Gefahren der deutschen Wirtschaft nicht nur bevorstehen, sondern wie es bereits heute um sie bestellt ist. Übrigens ist dieser Indikator Arbeitslosigkeit, dass der nicht steigt, ein neues Phänomen. Bei den letzten 5, 6 großen Rezessionen in der Geschichte dieses Landes, sowohl in den 60er Jahren marginal, aber vor allen Dingen auch bei den Ölkrisen, auch nach der Wiedervereinigung, auch bei der Dotcom-Blase Anfang dieses Jahrtausends, ist immer die Arbeitslosigkeit signifikant gestiegen. Dieses Mal nicht, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Aber daraus den Rückschluss zu ziehen, dass deshalb alles in Ordnung ist und wir nicht härteren Zeiten entgegentreten, ist fatal. Ist, wie gesagt, hochgradig gefährlich, weil die Sachlage offenkundig ist. Die Großen verlagern ihre Produktion ins Ausland. Alle Daten zeigen das sehr stark. Die Direktinvestitionen, also das Geld, was aus Deutschland ins Ausland fließt, ist exorbitant hoch. Im letzten Jahr rund 135 Milliarden US-Dollar. Aus dem Ausland nach Deutschland gehen nur 10 Milliarden. Das macht die Diskrepanz deutlich, auch die Attraktivität unseres Standorts. Kleinere und mittlere Mittelständler sprechen einen an. Ich hatte eine Erfahrung bei mir im Wahlkreis, wo ein Mittelständler zu mir sagt, ich bin froh, dass ich den Laden abgeschlossen habe und dass meine Kinder etwas anderes machen. Soweit ist es gekommen und da müssen wir gegenhalten, wenn schon der IWF sagt, dass wir unter allen großen Volkswirtschaften das schwächste Wachstum haben, dann zeigt das, dass wir nicht nur der kranke Mann Europas, sondern der Welt sind. Und damit möchte ich die Lage nicht schlechtlegen, den Standort nicht schlecht reden. Im Gegenteil, wir haben die besten Voraussetzungen. Wir sind ein tolles Land. Wir haben so viele Familienunternehmen mit Arbeitnehmern. Wir haben ein tolles wissenschaftliches Ökosystem mit den großen Instituten, mit den Fachhochschulen, flächenmäßig verteilt. Wir haben so viele Weltmarktführer wie kein anderes Land auf diesem Globus. Die Exportfähigkeit unseres deutschen Mittelstandes ist atemberaubend. Aber wir müssen aufpassen, dass wir heute diese Grundlagen eben nicht kaputt machen. Und das passiert gerade. Und die CDU Deutschlands hat sich heute damit beschäftigt, was braucht es, um die Grundlagen eben nicht kaputt zu machen, sondern um den Bürgerinnen und Bürgern und dem Mittelstand und der Wirtschaft Planungssicherheit zu geben. Es reicht es nicht aus, irgendeine Abschreibungssache zu verbessern, sondern dazu braucht es ein Gesamtkonzept. Und dieses Konzept werden wir nächste, beziehungsweise in dieser Woche schon, am Freitag verabschieden beim geschäftsführenden Fraktionsvorstand auf der Klausurtagung. Dort werden wir auch komprimiert all das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben, einmal zusammenfassen. Und dieses Konzept wird dann verabschiedet. Und heute haben wir bereits die Ideen gesammelt, die noch hinzukommen. Es standen vor allen Dingen 3 Punkte im Mittelpunkt und damit würde ich dann auch
schließen. Zum einen das Thema Inflation, Energiepreise, zum anderen das Thema Fachkräfte und drittens das Thema Bürokratie. Beim Thema Inflation, die muss runter. Wir sehen gerade jetzt, dass der Staat selbst durch seine Verschuldung, durch seine hohe Verschuldung die Inflation befeuert. Wir haben dieses Jahr einen Schuldendienst, einen Kapitaldienst, Zinsen in Höhe von knapp 40 Milliarden Euro, im letzten Jahr von 4 Milliarden, also eine Verzehnfachung. Da müssen wir runter. Und auf der anderen Seite brauchen wir Entlastung bei den Energiepreisen. Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Friedrich Merz, hat es gestern auch auf den Punkt gebracht in einem großen Interview. Wir brauchen nach wie vor in so einer Situation wie heute kurzfristig die Verlängerung der Kernkraftwerke. Wir brauchen natürlich perspektivisch grundlastfähige, wasserstofffähige Gaskraftwerke, natürlich die regenerativen, aber auch Themen wie Geothermie und Kernfusion werden unseres Erachtens in Deutschland unterschätzt und müssen stärker vorangetrieben werden. Beim Thema Fachkräfte ist es so, da gab es ja in der letzten Woche ein, zwei Meldungen, dass uns vorgeworfen wird vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD beim Thema Fachkräfte, wo wir oder ich diese Idee hatte, dass wir sagen, komm, jemand, der im Rentenalter ist, sollte für einen gewissen Betrag steuerfrei weiterarbeiten dürfen, wenn er das denn freiwillig will. Und da war der Vorwurf, dass das nicht vereinbar ist mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz, der im Grundgesetz steht. Wir haben darauf reagiert und Professor Gregor Kirchhoff, ein bekannter Jurist, einfach mal gebeten, eine Stellungnahme oder ein kleines Gutachten hierzu zu verfassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Aktivrente Deutschlands Fachkräftemangel lindert und wirklich eine Antwort ist auf das, was uns bevorsteht und das, was wir gerade schon beobachten. Das dritte große Thema Bürokratie. Hier reden wir auch in dieser Woche im geschäftsführenden Fraktionsvorstand darüber, wie wir die Bürokratie abbauen können. Man muss bei diesem Thema echt aufpassen, weil wenn Politiker das Thema in den Mund nehmen, glaubt man den Politikern nicht mehr. Und meines Erachtens hängt das auch damit zusammen, dass dann, wenn Sie in Berlin Ideen versuchen umzusetzen zum Thema Bürokratieabbau, sofort Bedenkenträger kommen, wenn ich das so sagen darf, und sagen, hier gibt es aber eine Einzelfallberechtigung und deswegen darf man dieses Thema nicht angehen. Und deswegen diskutieren wir eine Idee, dass wir sagen, lasst doch den Kommunen Freiheit. Wir haben viele Landkreise in Deutschland, lasst denen doch die Freiheit, etwas mal auszuprobieren im Bereich des Baugesetzes oder bei den Dokumentationsvorschriften oder vieles mehr. Lasst uns eine Bundesexperimentierklausel schaffen, die es erlaubt, dass Landkreise in Deutschland ein, zwei Jahre etwas ausprobieren und dann schaut man sich das an und wenn es funktioniert, dann rollen wir es lebenslang aus in Deutschland und setzen es um und wenn es nicht funktioniert, wandert es in die Tonne. Ich glaube, dieses Klima des Aufbruchs brauchen wir, der Erneuerung, des Anpackens. Ich hätte gerne die Vision einfach mal machen, dass wir rauskommen aus dieser Trägheit und reinkommen ins Machen. Vielen Dank und dann gebe ich zurück. Und ich gebe weiter, Silvia Breher. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank für Ihr Interesse. Angesichts der Aktualität heute und der Pressekonferenz von heute Vormittag 11 Uhr würde ich zunächst ein paar Worte zur Kindergrundsicherung sagen, wenn Sie es gestatten. Es gab eine Pressekonferenz, wir haben eine Zahl, 2,4 Milliarden, aber darüber hinaus haben wir ehrlich gesagt nur Fragen, aber keine Antworten. Statt unmittelbar bei den Kindern anzusetzen, so wie ja auch der Anspruch der Ampel ist, haben wir ein Papier, das auf Seite 2 oben sagt, nunmehr werden wir die Zusammenführung der Leistungen und Verwaltungskosten nochmal 2,4 Milliarden Euro mobilisiert. Im Übrigen bleibt das Papier und die vorgestellten Eckwerte vage und es sind eher Zukunfts- und Absichtsbekundungen. Aus dem größten sozialpolitischen Projekt, so wie es Frau Paus genannt hat, ist aus meiner Sicht das größte sozialpolitische und familienpolitische oder die größte Mogelpackung geworden. Aus dem Hause der Ministerin hören wir, es ist keine Hohlschuld mehr, sondern es wird eine Bringschuld. Umgekehrt wäre es richtig, ganz im Gegenteil, sogar bei den Beziehern von Bürgergeld, die heute tatsächlich nur die Lernförderung separat beantragen müssten.
Auch hier in Zukunft Antrag für jede einzelne Leistung, ein Mehraufwand statt ein weniger. Und die dargestellten einfachen neuen Strukturen sind tatsächlich neue Strukturen, neue Verwaltungen und Doppelstrukturen bei den BAs. Heute zuständig die Jobcenter und zukünftig müssen zum Beispiel die Erbringer oder die Beantrager von Bürgergeld bei der Familienkasse die Kindergrundsicherung beantragen, bei der Kommune das Bildungspaket und die Eltern gehen weiter zum Jobcenter, wo sie ihre Leistungen beantragen. Also drei Anlaufstellen statt heute einer. Die Familienkassen verfügen dazu nur noch über 100 Standorte in Deutschland. Die Jobcenter viel, viel, viel häufiger und sind damit direkte Ansprechpartner vor Ort. Mein Appell auch an die Familienministerin, sie soll erstmal ihre Zahlen validieren. Sie spricht auch heute wieder von 5,6 Millionen Kindern, die sie aus der Armutsgefährdung holen will. 5,6 von überhaupt nur 14,2 Millionen Minderjährigen in Deutschland. Das sind 40%. Die Zahl stimmt vorne und hinten schon auf dem ersten Blick nicht. Wer aber etwas verändern will, der muss erstmal die Grundlagen kennen, muss erstmal wissen, wer nimmt was in Anspruch, um dann auch entsprechend reagieren zu können. Wir bieten an und haben es schon vorgestellt, unser Kinderzukunftspaket. Eltern und Familien von Beginn ab an bestmöglichst unterstützen. Gute Schulen, Kita, Sprachtests schon bei jüngeren Kindern, um die Bildungschancen nach vorne zu bringen. Dann die finanziellen Leistungen bündeln. Aber richtig, nicht neue Verwaltungsstrukturen aufmachen, sondern in den bekannten Strukturen, das Online-Zugangsgesetz, das digitale Familienleistungsgesetz, was wir alles schon haben, nutzen und umsetzen, damit dann auch wirklich jeder Euro bei den Familien ankommt und nicht Milliarden in neue Verwaltung investiert werden kann oder werden muss. Das zum Thema der Kindergrundsicherung heute Morgen. Und dann haben wir gerade, Carsten Lindemann hat es gerade schon angekündigt, einen Beschluss des Bundesvorstandes zur Freigabe der Droge Cannabis verabschiedet. Wir bezeichnen das als schweren Fehler. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf vorgelegt und ignoriert damit ihren eigenen Anspruch, den Jugendschutz nach vorne zu bringen und auf der anderen Seite Ordnungsbehörden, Polizei und Justiz zu entlasten. Die Stellungnahmen zum Gesetzentwurf, die Gespräche, auch ich habe in der letzten Woche ganz viel telefoniert mit den verschiedenen Institutionen, die Stellungnahmen abgegeben haben. Diese Warnungen sind alle gleichlautend und die Ampel schlägt sie allesamt in den Wind. Das Thema Gesundheit, Kinder und Jugendliche, der Minister schreibt es in seinem Gesetzentwurf selber, bis zum Alter von 25 ist das Gehirn nicht ausgereift und besonders für Spätfolgen anfällig nachweisbar bis, wie gesagt, zum 25. Lebensjahr. Wenn ich aber mehr Drogen in den Umlauf bringe, und das bestreitet gar niemand durch die Legalisierung, dann werden Durchreichungseffekte auch bei Kindern und Jugendlichen stattfinden. Und das ist ein Thema, was wir unfassbar ernst nehmen müssen, denn die Kapazitäten gerade im Bereich der jugendpsychiatrischen Behandlungen sind begrenzt schon heute und die Warnungen sind groß. Aber auch die Justiz, wer soll das denn im Ernst kontrollieren? 200 Meter Abstände, nur 3 Pflanzen zu Hause, aber nicht 4, bestimmte Abgabemengen an bestimmtes Alter und dann auch noch Wirkstoffgehalte. Das ist total unrealistisch und das wissen wir heute, GdP und der Richterbund sind einer Meinung, ist völlig unrealistisch, dass das irgendjemand in diesem Land kontrolliert. Wenn ich aber unter der Hand sage, na ja, so hoch wird der Kontrollaufwand nicht, das machen wir dann ja eh nicht, der tritt den Jugendschutz mit Füßen. Und dann, wenn man weiß, dass im Bundeshaushalt die bereitgestellten Mittel gerade für Suchtprävention deutlich gesenkt werden sollen. Mit Blick auf die internationalen Empfehlungen können wir uns nur den Empfehlungen der Experten, den entsprechenden Stellungnahmen anschließen und fordern eindeutig im Bundesvorstand beschlossen, dieses unverantwortliche Gesetz zu stoppen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Als erstes hat sich Herr Blank gemeldet.
Frau Breher, eine Frage zur Kindergrundsicherung. Wären Sie so nett, können Sie sagen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Pläne der Ampel so verändert werden, dass Sie der CDU im Bundestag empfehlen würden, dem zuzustimmen? Oder ist schon jetzt klar, dass es im Bundestag keine Zustimmung der Unionsfraktion bekommen wird? Und Herr Lindemann, wenn Sie erlauben, eine Frage zur Causa Aiwanger in Bayern. Ist der Mann noch zu halten aus Ihrer Sicht? Und kann das eventuell, was da zu hören ist, als Jugendsünde verbucht werden? Danke. Zunächst zur Kindergrundsicherung ganz kurz. Ist für uns nicht zustimmungsfähig in den vorgestellten Strukturen. Wir fordern tatsächliche Verbesserungen für Kinder, Unterstützung Familien von Beginn an über ein gutes frühkindliches Bildungssystem hin zu Vereinfachungen und tatsächlichen Umsetzung der Voraussetzungen, die wir heute schon haben. Doppelstrukturen, besondere Antragsverfahren, all das, was jetzt hier wieder drin steht, brauchen wir nicht. Ja, die Inhalte des Flugblatts sind widerlich, abscheulich und menschenverachtend. Und es gilt hier die Aufklärung. Wir haben eine historische Verantwortung, dass im Grundsatz, dass wir jüdisches Leben in Deutschland schützen und Judenhass bekämpfen. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Frau Frühauf. Auch noch mal die Rückfrage zur Kindergrundsicherung. Frau Breher, diese 2,4 Milliarden Euro, halten Sie die für eine angemessene Summe, die dort eingestellt sind für die Kindergrundsicherung? Und Herr Lindemann, die Gremiensitzung heute war ja die erste nach dem ZDF-Sommerinterview, wo Herr Merz sich zum Thema AfD-Zusammenarbeit geäußert hat. Wie wurde das heute diskutiert? Wurde das überhaupt diskutiert? Die Ministerin Paus ist gestartet mit 12 Milliarden, dann waren es 7, dann irgendwie 3, jetzt sind es 2,4. Und ehrlich gesagt steht hier nur drin für die Zusammenführung der Leistungen und Verwaltungskosten. Da ist für mich noch kein Euro eingesetzt für die Kinder, für tatsächlich konkrete Leistungen. Und insofern kann ich das ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es fehlen die Grundlagen. Die Ministerin sagt Zahlen, ohne dass sie valide sind. In jedem Interview andere, die einfach keine Basis haben. Und ich wüsste ganz gerne mal, wie sie zu ihren Prozentzahlen und ihren absoluten Zahlen auch nur irgendeiner Art und Weise einen Zusammenhang herstellen kann. Zu dem Sommerinterview im ZDF ist alles gesagt worden. Gestern hatte Friedrich Merz ein Sommerinterview in der ARD. Und es gab große Zustimmung zu allen Themen. Es war heute eine gute Stimmung und ich kann Ihnen eins sagen. Wir reden über das Thema Wirtschaft. Diese AfD hat nur ein Geschäftsmodell, dass es Deutschland schlecht geht. Die freuen sich, wenn die Rezessionszahlen kommen. Ich will nicht und die CDU Deutschlands will auch nicht, dass es Deutschland schlecht geht, sondern dass Deutschland gut geht. Und deshalb wollen wir ein Konzept erarbeiten, wie wir diesen Aufbruch jetzt schaffen. Die CDU Deutschlands hat das in den letzten Jahrzehnten immer geschafft. Übrigens auch bei der letzten großen Rezession 2009, die damalige Große Koalition, wo wir reagiert haben und nicht negiert haben, die Situation. Wir haben damals sofort ein Beschleunigungsgesetz umgesetzt. Wir haben die Unternehmenssteuerreform gemacht, die Schuldenbremse verankert und hatten danach 10 Jahre Wachstum. Befeuert, klar, durch die Niedrigzinspolitik nicht nur der EZB, sondern die wir weltweit gesehen haben. Und das müssen wir zeigen als CDU und das werden wir zeigen, dass wir auch jetzt wieder das Konzept haben, wie es Deutschland wieder besser geht. Herr Strauß. Frau Breher, ich habe noch eine Nachfrage zur Kindergrundsicherung. Sie haben jetzt viel über Ministerin Paus gesprochen, aber nicht über Minister Lindner. Hätten Sie sich von ihm eine andere Rolle erwartet? Hätten Sie erhofft, dass er da weiter auf die Bremse tritt? Oder wie schätzen Sie seine Rolle ein? Jetzt gibt es eine Einigung, weil Sie eine Einigung brauchten. In weiten Teilen war die Kritik und ist die Kritik von Christian Lindner berechtigt. Es ist die Aufgabe der Ministerin, Konzept vorzulegen, was auf validen Zahlen basiert, was den Mehrwert darstellt und was vor allen Dingen eine Idee für die Kinder in Deutschland für die Zukunft enthält. Und das sehen wir nicht. Und insofern schätze ich das ein.
Die Dame hier vorne, ich weiß Ihren Namen leider nicht, pardon. Zachius vom Weltnachrichtensender. Einmal, Frau Breher, doch nochmal zu Cannabis, würde mich interessieren. Es gibt ja eine Aufklärungskampagne. Wie schätzen Sie diese ein? Sie haben ja den Jugendschutz heute sehr häufig betont. Das erstmal und an Herrn Linnemann. Ich muss doch nochmal nachhaken zur Causa Aiwanger. Wie sollte sich Söder, was würden Sie ihm empfehlen? Was sollte er machen? Ich meine, es soll ja jetzt einen Sonderkoalitionsausschuss geben. Da soll sich Herr Aiwanger auch persönlich zu äußern. Finden Sie, dass das der richtige Schritt ist oder was würden Sie genau empfehlen? Danke. Die schöne pinke Aufklärungskampagne ist wichtig und überfällig. Tatsächlich Aufklärung zu betreiben, Suchtprävention zu betreiben. Aber auf der einen Seite werden die Mittel für den kommenden Haushalt deutlich gekürzt und auf der anderen Seite legalisiere ich Drogen. Und ich kann doch nicht Drogenpolitik betreiben, indem ich das Angebot ausweite und dann eine Suchtprävention betreiben möchte. Also das widerspricht sich in sich. Wenn ich Kinder schützen möchte, wenn ich Jugendliche schützen möchte, dann funktioniert das, indem ich tatsächlich das Angebot verknappe und nicht ausweite. Aber die Prävention ist so oder so wichtig. Nach unseren Informationen gibt es morgen diesen Sonderkoalitionsausschuss. Und da braucht es aus Berlin keine Ratschläge. Und wenn ich das hinzufügen darf, auch nicht öffentlich oder schon gar nicht öffentlich. Letzte Frage, der Herr direkt daneben. Ja, eine Frage nochmal zur Kindergrundsicherung, Frau Breher Damu von RTL NTV. Die Ampel hatte ja jetzt wirklich wochenlang auch öffentlich darüber gestritten. Hat sich das jetzt gelohnt, dieser öffentliche Streit bei diesen 2,4 Milliarden? Also aus meiner Sicht haben wir heute vorgestellt bekommen die größte sozial- und familienpolitische Mogelpackung. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das war sie jetzt auch, die Parteipressekonferenz der CDU mit dem Generalsekretär Carsten Linnemann und der stellvertretenden Parteivorsitzenden Silvia Breher. Im Studio begrüße ich Professor Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler von der Universität hier in Bonn. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, Frau Davis. Ja, es gibt viel zu besprechen. Wir beide alleine, Sie sind ja schon eine ganze Weile hier im Sender, haben jetzt alleine schon zwei Pressekonferenzen gesehen. Beziehen wir uns jetzt mal auf das Gehörte und Gesehene von der CDU. Das war ja so ein bisschen zweigeteilt. Carsten Linnemann hat begonnen, hat eigentlich das Thema, was heute so innenpolitisch zumindest ganz hoch steht, mal beiseite gelassen und hat sich zum Thema Wirtschaft geäußert und das andere Thema dann Silvia Breher überlassen, die Kindergrundsicherung. Deswegen würde ich auch erstmal mit Carsten Linnemann anfangen. Er hat erstmal einen kleinen Frontalangriff auf den Bundeskanzler gefahren, Olaf Scholz. Der hätte die wirtschaftliche Lage zumindest in der Interpretation nicht richtig beurteilt. Ist das so eine neue Positionierung von Carsten Linnemann jetzt ja auch noch relativ frisch im Amt des Generalsekretärs? Es war sehr auffallend und ich würde dieser Interpretation zustimmen. Ja, das ist der ernste Blick. Das Ganze war ja in der Rhetorik auch sehr getragen, sehr zurückhaltend, sehr ernst und eben das klare Signal Wirtschaft. Das ist das Thema, mit dem die CDU eben ganz klar punkten will oder sich eben hier auch präsentiert und eben nicht mit dem, was alle erwartet hätten, die Kindergrundsicherung oder anderes, sondern Wirtschaft, Wachstum, Wirtschaftskompetenz. Das ist natürlich die Frage an die Partei der letzten Wochen, fast Monate. Wie profiliert ihr euch? Wofür steht ihr? Wie grenzt ihr euch ab? Wie wollt ihr in die Offensive kommen? Das ist sicherlich weniger, um kurz den Schwenk zu machen, das Thema Cannabis, das kam zwar später auch, aber das ist ja dann doch eher so ein bisschen sehr defensiv, jetzt doch nicht. Aber Wirtschaft, dafür steht natürlich auch der neue Generalsekretär und das ist ja eigentlich auch die Kompetenz des Parteivorsitzenden immer auch gewesen, plus Finanzpolitik. Und damit ist er eingestiegen und das sollte auch den meisten Raum einnehmen. Das Signal war ganz klar in dieser Pressekonferenz heute ausgesandt und vernehmbar. Was haben Sie inhaltlich wahrgenommen? Ich habe verstanden, es wird ein Konzept geben zum Thema. Das wird aber jetzt noch erarbeitet, soll bis Ende der Woche dann entsprechend vorliegen. Und ansonsten war es sehr viel, nochmal wieder Zustandsbeschreibung, kranker Mann Europas, gar der Welt, wie Carsten Linnemann es genannt hat. Haben Sie inhaltlich da schon was gespürt, in welche Richtung das gehen soll? Nein, Frau Davis, das ist natürlich die offene Flanke hier. Allzu viele neue, sagen wir, Instrumentarien oder neue Konzepte wird man natürlich auch nicht erwarten können, weil letztendlich, auch er hat ja selbst den
Bogen auch geschlagen zur letzten großen Koalition. Ja, immer noch, auch wenn 2 Jahre jetzt die Ampel regiert, man jetzt 16 Jahre rückblickend ja wird konstatieren können. Naja, da war die Union ja in führender Regierungsverantwortung. Was will sie denn jetzt so fundamental anders machen? Das gibt es ja nicht. Entlastung natürlich. Die steuerlichen Belastungen sind zu hoch. Das war dann das Beispiel des zu kleinen Unternehmers, der seinen Betrieb geschlossen hat. Also steuerliche Entlastung wegnehmen. Aber er will natürlich nicht den Weg der Linken gehen. Frau Wissler, die sagt also eigentlich mindestens 20 Milliarden oder dann sind es 30. Weil er natürlich, Linnemann, genau weiß, Wirtschaftskompetenz, Finanzkompetenz, naja, schwarze Null, nicht wahr? Das Ganze dann eben auch ein ausgeglichener Haushalt und seriöse Haushaltspolitik soll natürlich auch den Markenkern der CDU darstellen. Will heißen, so trivial ist es dann eben nicht, hier die Konzepte zu präsentieren. Man wird sicherlich in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche eher auch ein Potpourri schon altbekanntem erleben, was man dann neu zusammenstellt. Und auf der anderen Seite, Stichwort Belastung, steigende Energiekosten, Strompreis, anderes mehr, Belastung der Unternehmen. Da kann man sich natürlich einreihen, auch in die Stellungnahmen der Wirtschaftsweisen, der Ökonomen, die ja eher im Moment doch einen Abgesang einstimmen, als sozusagen einen Aufschwung im Moment konstatieren. Er hat auch noch mal für die Aktivrente geworben. Das ist so ein bisschen sein Steckenpferd. Das habe ich schon oft von ihm gehört. Da geht es darum, im Prinzip ja Rentnern, Pensionären, älteren Arbeitnehmern flexiblere Möglichkeiten, auch Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Auffällig ist, dass da sehr wenig auf die Rolle der Frauen eingegangen wird. Also es gibt ja ein hohes auch Fachkräftepotenzial von weiblichen Arbeitskräften in Deutschland, die relativ wenig bislang genutzt werden, ob der Umstände. Das war noch ein Punkt. Dann wichtiges weiteres Thema, das wird uns heute in der Sendung auch noch befassen natürlich, damit werden wir uns auseinandersetzen müssen, Hubert Aiwanger, Causa aus Bayern. Darauf angesprochen hat er erstmal einen Allgemeinplatz geäußert. Antisemitismus hat in Deutschland, darf in Deutschland nicht sein, keine Rolle spielen, hat da nichts verloren. Er hat das Flugblatt oder den Inhalt dieses Flugblattes scharf verurteilt, sich aber sonst auch auf konkrete Nachfragen eher aus dem Thema rausgehalten. Ja, gesagt, er möchte da keine Ratschläge geben. Aus Berlin schon gar nicht öffentlich. Reicht das? Ich glaube, umgekehrt würde Söder das nicht machen. Ich glaube, er würde eher vorpreschen. Klar, morgen ist das terminiert. Der Ministerpräsident, das Wording ist ja interessant, hat einbestellt. Das ist natürlich ja auch schon ein Signal, sein Stellvertreter. Reicht das? Linnemann selbst wird wissen und die CDU-Spitze, die heute getagt hat, nein, das wird nicht reichen. Wenn wir uns die politische Logik, die Dramaturgien, das Erwartungsmanagement anschauen, die Erfahrungen zur Kenntnis nehmen, dann wird Aiwanger nicht zu halten sein. Aber das ist natürlich für die CSU, weil die Vorwürfe, Sie haben es angedeutet, und was man eben lesen muss über das, was vor vielen Jahren geschehen ist, was da steht an Inhalten, die vielen unbeantworteten Fragen, anderes mehr. Es geht ja um eine politische Bewertung der Glaubwürdigkeit jetzt dieses Politikers. Stand heute wäre ich sehr skeptisch, was seine Zukunft angeht. Das ist natürlich für die Union, für die CSU wenige Wochen vor der Landtagswahl, die ja ganz klar auf die Freien Wähler in Bayern, und das ist nun mal Aiwanger, gesetzt hat. Genau. Natürlich ein schwerer Schlag auch ins Konto. Söder hat sich sehr stark festgelegt. Da sprechen wir gleich im weiteren Verlauf der Sendung noch mal drüber. Und ebenfalls sprechen wir auch noch weiter natürlich über das, was wir von Silvia Breher jetzt gehört haben zum Thema Kindergrundsicherung. Wollen uns aber vorher noch mal angucken, was jetzt eigentlich der Kompromiss ist und Status quo ist. Vielen Dank für den Moment, Professor Kronenberg.